Hallo und herzlich willkommen zurück zur 24. Folge von Until Dawn. In der letzten Folge hatten wir die Möglichkeit, M zu erschießen und wir haben sie leider nicht genutzt. Ich meine, wir haben uns genau richtig entschieden. Und momentan sind wir mit Mike unterwegs, weil er die glorreiche Idee hatte. Komm, wir suchen Josh, weil er den Schlüssel hat. Obwohl es eigentlich nur noch 2 Stunden sind bis zum Morgengrauen. Wir könnten eigentlich theoretisch einfach mal kurz in der Hütte warten, weil den Notfunkruf hatten wir ja eigentlich losgesetzt. Aber das wäre ja dann zu langweilig fürs Spiel. Mensch. Ich mag langweilige Spiele. Erst recht, wenn sie mit Horror zu tun haben. Eigentlich mag ich solche Spiele und letztendlich mag ich sie irgendwie nicht. Das ist ganz komisch. Das ist wie mit Fernsehen. Kommen wir da rein? Irgendwo ein Totem, irgendwelche Hinweise. Ach, hier sind wir wieder. Wo das Feuer ausgebrochen ist, da sind wir jetzt durchgekommen, oder? Oder nicht? Hier waren wir doch schon mal gewesen, glaube ich. Ich habe ja vorgehabt, sobald ich das Spiel hier durch habe, dass ich es dann nochmal durchspiele. Ich habe da auch richtig Bock schon drauf. Ich habe richtig Bock, dann nochmal durchzuspielen und mich halt anders zu entscheiden. Aber ich weiß noch nicht genau, ob ich es direkt danach aufnehme oder ob ich danach erstmal Fallout aufnehme, weil Fallout, da hänge ich echt ein bisschen zurück. Was ein bisschen schade ist. Weil wo ich jetzt die Folge hier aufnehme, haben wir fast schon Oktober und im November, Anfang November, ja gut, fast am 10. glaube ich, 10. November kommt schon Fallout 4 raus und bis dahin muss ich mit Fallout 3 durch sein. Also kann sein, dass es sich vielleicht, ich weiß es noch nicht, vielleicht pausiere ich so lange Fallout 3 dann, wenn Fallout 4 kommt, oder ich hau, je nachdem wie schnell ich schaffe, 2 Folgen Fallout raus am Tag. Ich kann es aber hundertprozentig noch nicht versprechen, ich weiß es nicht. Ich möchte es gerne durchbekommen, deshalb kann ich noch nicht genau sagen, wann ich die 2. Runde Until Dawn aufnehmen werde. Weil das verschlingt ja auch wieder ein paar Stunden. Mal schauen. Jo, wir laufen ja auf jeden Fall mit Mike hier rum, das kennen wir ja schon. Hier waren wir doch schon mal. Vielleicht hat sich hier irgendwas geändert. Das Bild kennen wir doch auch. Hier sind doch, glaube ich, die Bergleute drauf, wenn ich mich recht entsinne. Ja, die kennen wir schon. Hat sich nichts geändert. Die Wundermänner. Hier ist ein Totem, das müssten wir eigentlich auch schon kennen, oder? Ich guck mal. Was ist denn los? Sieht nach schwarz aus. Ja. Ja? Guck's nicht rein? Hä? Wieso guckt er nicht rein? Jetzt. Drück die Taste. Ich drehe das Totem. Warum guckt ihr da nicht rein? Oh, ich habe ja auch einige Sachen aktualisiert. Da war irgendein schwarzes. War es das hier gewesen? Hä? Das Mike mit dem Feuerzeug. Aha. Moment, war das das überhaupt, das Totem? Hat so komisch guckt mit so einem Geweih. Falsch rum. Ja. Okay. Nö, sonst hat sich hier nichts getan. Ist ja nicht gerade berauschend. Da oben kommen wir, glaube ich, auch nicht hoch. Sekunde, ich wollte mal ganz kurz was gucken. Entschuldigung. Was? Ich wollte gerade mal gucken, ob man da links irgendwas erkennen kann. Ist das ein Wendigo? Sieht zumindest danach aus, oder? Ach, Wolfi muss ja noch da sein. Wolfi! Ich mag Wolfi. Ich hoffe mal, dass Wolfi noch da ist. Oh, hoffentlich haben die Wendigos dem nichts angetan.
Wolfi! Heilige Scheiße. Was? Du warst ja schon mal. Das weißt du, oder? Nein! Wolfi! Jetzt kommen wir da nicht rein. Oder was? Na toll. Ich glaube, hier waren wir ja schon mal drin gewesen. Die Karte kennen wir ja schon. War irgendwas Neues? Nö. Da unten ist ja unser Kollege drauf. Ich habe den gar keinen Namen gegeben. Ich glaube, hat der überhaupt einen Namen gehabt? Ich nenne den Peterle. Ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hatte. Hier ist unser Peterle. Der hat aber auch ein Glück gehabt, der Typ, ey. Hat so viele Jahre hier irgendwie auf dem Berg überlebt und dann kommen hier so die paar Vollidioten Jugendlichen, möchte ich mal sagen. Jetzt stirbt auch noch der Arme. Wolfi! Wolfi? Wolfi? Wo ist Wolfi? Wolfi? Hallo? Wo geht's denn hier hin? War ich hier letztens auch offen? Nee, da war so ein Gitter vorne. Ich glaube, da war... Wieso ist es noch einmal so eingestürzt? Hm. Liegt da was rum? Wolfi. Springen. Okay. Jo, was haben wir denn hier Feines? Sieht ja nicht schlecht aus. Fehlen nur noch Mistgabel und Pöbel. Ja, den finden wir schon. Willst du mich verarschen? Muss reichen. Nein, muss nicht. Alter, das ist die ganze Munitionskiste voll. Mach dir die Taschen voll. Ey, du hast 100... Alter, du hast 100 Taschen an deiner Kackjacke dran. Mach die voll. Oh, ich nehme zwei mit. Das reicht. Ich will ja jetzt nicht alles wegnehmen. Sonst kommt hinterher der Peter dann noch an und beschwert sich. Alter, nimm die Dinger mit. Nimm mit. Klasse. Das muss reichen. Wir sind ja nicht unverschämt. Sterben wir halt ein bisschen. Na und? Ja, ich glaub das nicht. Mike, ich mochte dich. Am Anfang mochte ich dich nicht. Danach mochte ich dich und jetzt... Ja, schwankt gerade schon wieder so ein bisschen. Mike wird schon wissen, was er tut. So. Ach, dann nebenan ging es auch noch rein. Gut, wir gucken erstmal hier. Hallo? Ah. Was ist denn das für ein Ding? Okay, was kommt jetzt? Rot. Was? Die Bedrohung durch eine zukünftige Gefahr. Ich dachte durch eine vergangene Gefahr. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass sie jetzt zukünftig ist. Wer ist dort? Ist das Mike? Na toll. Klasse. Mike, du bist unser Held. Mike. Krüger. Was gibt's denn hier? Großer Gott. Oh. Adam White. Aha, okay. Das sind wohl die Bergleute. Kommen wir hier raus? Nee.
Also würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe mir die Namen jetzt nicht gemerkt. Mike, möchtest du dir nicht nochmal überlegen, ein bisschen Muni mitzunehmen? Jetzt sind wir gerade nochmal hier. Der guckt gerade so zur Kiste. Möchte aber wohl nicht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt mal was mitnehmen möchte, wo ich jetzt da hingehe. Wie ich da hingehen würde. Hier geht's nicht weiter. Schade. Müssen wir doch in die Mitte rein. Oh, wo ist Wolfi? Na toll. Oh Gott, wir haben so eine Knarre hier. Die werden wir bestimmt benötigen. Das wird lustig. Wolfi! Wolfi! Hey, Großer. Freust du dich, mich wiederzusehen? Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ja, ja. Ganz brav. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Geil. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Jo, wir schaffen das. So ist's brav. Wolfi, du bist unser Held. Guck mal ganz kurz hier. Ob wir was in Echo rumliegen, ich sehe nichts. Ist hier irgendwo ein Totem versteckt? Wir haben hier gerade nur irgendwie das Tor aufgeschossen und dann war es ja hier Schluss. Ne, sieht nicht dann aus. Totem? Alter, der hält sich die Fackel wohl ins Gesicht. Hier sieht es vertrauenswürdig aus. Okidoki, Mann. Ganz ruhig. Man hat sich Mike dabei nur gedacht. Der weiß, dass man die nicht umbringen kann. So gelenkig wie du. Ich glaube, ich sitze hier fest. Oh, ich sitze hier fest. Komm hier durch? Nee. Ich will hier nicht sein. Hier ist es nicht schön. Hier ist es nicht schön. Da können wir einen Schalter umlegen. Ich glaube, das sollten wir auch tun. Okay, versuchen wir es. Na komm. Super. Wo ist Wolfi jetzt eigentlich durchgegangen? Gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi? Dann ist er auch Wolfi. Ich mag dich wieder, Mike. Wolfi. Der den auch Wolfi nennt. Naja, mein Totem liegt ja wohl nicht rum. Ja, auch nicht. Ja, nix. Verdammt. Okay, ich schieß mal Wolfi hinter den Weg. Wolfi, du bist super. Ich habe ganz in Angst auf Quicktime Events oder irgendwas. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich die Tasten jetzt nochmal gerade finde. Wo lang? Wo ist Wolfi lang gegangen? Komm hier rein.
Sieht ja gemütlich aus. Befundener Arzt Dr. W. Keskart. Erstbericht. Die Patienten wurden vor 5 Tagen in die medizinische Einrichtung von Blackwood eingewiesen. In diesem Zeitraum führten wir eine Reihe von psychologischen und physiologischen Tests durch. Die Ergebnisse waren außergewöhnlich. Sie widersprachen den allgemeinen medizinischen Erwartungen. Beobachtete Symptome: Blässe, Hautverfärbungen, schwere Vitamin D-Mangel, Störung des Sozialverhaltens, überdurchschnittliche lange Wiedereingewöhnungszeit nach traumatischem Ereignis, unstetes zwischenmenschliches Verhalten, Gewalt gegen Pflegepersonal, 3 versuchte Tätigkeiten. Was ist denn passiert hier? Ein versuchter Kratzangriff? Erwartet aber nicht beobachtete Symptome, Mangelernährung, Skorbut. Durchschnittliches BMI nur innerhalb von ca. 3% des normalerweise erwarteten Wertes. Sie müssten tot sein. Erfrierungen. Reaktion der Patienten auf Reize innerhalb akzeptablen Bereiches 130 bis 410 Millisekunden. Auf der Rückseite Gebrechlichkeiten. Kann man das Ding umdrehen? Jo. Auf der Rückseite Gebrechlichkeit. Ich bin sogar so nervös, weil wir jetzt mit Wolfi unterwegs sind. Entschuldigung. Aufblähung von Schienbein, Wadenbein und Oberarmknochen. Ja, ich glaube, das ist nicht alles so wirklich interessant. Empfohlenes Vorgehen, untere Beobachten, Fixieren, dringend empfohlen, Pflegepersonal von 1 auf 3 Personal aufzustocken, Beobachtung rund um die Uhr. Ja, so interessant war es jetzt nicht wirklich. Ist einfach nur irgendein Bericht, dass die hier besser aufpassen sollen, weil die sich irgendwie verwandeln. Ich bin ganz aufgeregt, dass ich jede Zeit irgendwie stillhalt. Oh nein. Oh, ein Zweitwolfi. Oh oh. So eine Scheiße. Ach du Scheiße. Bin ich da nur wieder reingeraten? Ja, scheint noch relativ frisch zu sein. Wolf hier auch nicht einfach ab. Ja, die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Die laufen gerade draußen rum, die Irren. Oh, was haben wir denn da? Was war denn hier los? Was war denn hier? Das ist Wahnsinn. Was? Hat einfach eine Stimme auf einmal. Lasst uns raus. Wir verhungern. Wir frieren. Wir werden mich... Was? Ich werde mich rächen. Hört auf, uns zu testen. Der war jetzt 9 Tage da drin. Danach hat er sich verwandelt. Armer Wolfi, und der sieht noch relativ frisch aus. Das ist wirklich ekelhaft. Ja, das ist richtig. Wolfi, renne ich einfach immer vor. Totem sehe ich hier keinen. Rechts. Da klettert einer hoch. Na, tolle Wurst. Und man hört sie schreien. ja. Mike freut sich auch schon. Ja, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht. Und vielleicht können wir an allen Wendigos irgendwie vorbeikommen, ohne sie überhaupt irgendwie anzutreffen, weil sie jetzt gerade Feierabend machen und nach Hause gehen und sich ein schönes, kaltes Bier nehmen. Ja, ich hätte auch schon gerne ein Bier. Oh, und zu Hause. Warm ist zu Hause. Oh, ich muss aber hier sein. Naja, das sehen wir also in der nächsten Folge von Until Dawn. Bis zum nächsten Mal.